hey, who the fuck is that? So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind hier in meinem Garten und hatten am Wochenende, Mittwoch, Donnerstag, die Leute von Enpal hier. Die haben die Solaranlage aufs Dach gemacht und haben unseren Zählerschrank dementsprechend auch umgebaut. Das Ganze hat jetzt, wie gesagt, 2 Tage gedauert. War, also, wo ich sagen muss, die Leute von Enpal, sehr, sehr nette Leute. Also, da legen die wohl auch sehr viel Wert drauf. Muss ich sagen, die haben den ganzen Müll wieder mitgenommen. Selbst den Müll, der angeliefert wurde von der Spedition, haben die wieder mitgenommen. Sehr zuvorkommend, alle sehr nett. Und vor allen Dingen fachlich sehr, 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 ja, wie soll man sagen, sehr gut, also fachlich sehr gebildet.
Nein, aber auf jeden Fall sehr gut geschulte Leute, so sagen wir mal. Finde auch, also es lässt sich auf jeden Fall sehen, ne? Wir haben jetzt 22 Module, sind glaube ich 360 Watt Module, sind bei 8,1 Kilowatt Peak bei der Anlage. Und ja, noch ist sie nicht in Betrieb genommen. Wir müssen noch warten, bis dieser Antrag bei der Netzagentur durch ist. Dann aber, es läuft ja bei Enpal so, dass man das mietet auf 20 Jahre. Da muss man halt vorher diesen Netzantrag stellen und man bezahlt aber auch nicht vorher. Man bezahlt auch nicht vorher den Beitrag, also diese Miete, bevor man nicht die Leistung bekommt. Also die machen natürlich jetzt da Druck bei der Netzagentur da, also beim Netzbetreiber. Da muss nochmal eine Abnahme erfolgen von dem Grundversorger. Und dann kann das Ganze losgehen. Und dann ja, werden wir nochmal sehen, was da so weiter passiert. Ich zeige jetzt mal kurz den Zählerschrank und sowas, wie das aussieht. Das ist das Ding von Enpal. Da darf man das irgendwie, das ist diese quasi die Kommunikationsbox von Enpal. Sieht so aus. Noch so ein Switch dran. Finde ich ganz cool. Hier ist der Wechselrichter von Huawei. Ist wohl einer mit der besten vom Markt. Machen wir hier ein bisschen weiter weg. Und dann so ist das verkabelt. Und hier haben wir halt den neuen Zähler. Hier ist jetzt noch der digitale Stromzähler drin. Hier ist dieser Überspannungsschutz. Und dann diese normalen Haussicherungen. Da oben hat man das dann abgesichert mit den für die Solaranlage, deswegen ist auch noch ausgeschaltet. Ja. Hey, who the fuck is that?